So, hallo und damit herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Deponia. Heute leider wieder mit einer etwas, heißt wieder. Heute leider mit einer etwas kürzeren Aufnahme, weil normalerweise nehme ich eigentlich immer gerne sehr viele Folgen im Voraus auf. Ich weiß, Rufus, dass sich das kein Meter interessiert. Aber heute leider eine etwas kürzere Aufnahme. Tut mir sorry, wie der gute Lecture Games an, der ich immer sagt. Ich glaube, genau. Irgendwie sowas war's und ich muss mich jetzt erst wieder zurechtfinden hier. Wir haben einen Kieselstein, okay. Wir haben eine Mobstange, wir haben den Mob, der ist nämlich abgebrochen anscheinend. Mosaikstein mit Kaugummi, den wir so bestimmt nochmal irgendwo einsetzen. Und eine Phosphorzuckerwatte, okay. Was sagt denn unser tolle Überblick-Map für Anfänger? Die sagt natürlich wieder nichts, weil nicht mit uns spricht, nach dem Motto, Josh, du musst selber überlegen. Okay, dann werden wir das tun. Also in der letzten Folge war mal, glaube ich, soweit ich weiß, ich schaue mir das leider nicht an, das ist ein bisschen schlecht. Haben uns, glaube ich, hier umgeschaut, das ist der Aufzug, da müssen wir schauen, dass wir irgendwie hoch zur Plattform kommen. Die Frage ist natürlich, wie Putzschrank, da haben wir, glaube ich, alles geplündert. Wir gehen, würde ich sagen, mal zu den Mosaiken, an die sind nämlich noch relativ dunkel. Genau, hier war es nämlich dunkel, hier brauchen wir nämlich Licht. Und dafür haben wir doch eigentlich unsere Phosphorzuckerwatte. Oder Phosphor leuchtet doch eigentlich, oder? Der Stock passt in die Halterung. Aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Okay, dann müssen wir die eben zum Brennen bringen. Das ist tragisch. Also dann haben wir hier im Prinzip insgesamt so drei Teile, wo wir dann irgendwelche Geschichtchen erfahren sollten. Die Frage ist, wie bringen wir das Teil zum Leuchten? Phosphor, wie bringt man Oh, außerhalb des Bildschirms geklickt. Wie bekommt man Phosphor zum Leuchten? Gute Frage. Gehen wir nochmal in den Candy Shop. Da ist bestimmt irgendwas. Da liegt ja vor allem auch die gute Goal. Und deswegen, die wird bestimmt einen Rat helfen. Auch wenn sie gerade schläft. Sie weiß immer einen Rat. Das ist normal. Hat bestimmt eine Idee, ne? Gut, die Maschine hört sich toll an. Das ist eine Pracht. So, die gute Goal, ne? Achso, wir können gar nicht mit dir sprechen, weil wegen ist so. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Hm. Ach, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Wenn man halt toll ist, dann hat natürlich auch Probleme. Was haben wir hier denn alles? Ein Sardellenautomat, da haben wir den Stock her. Dann haben wir die Zuckerwattemaschine, die haben wir schon abgefrühstückt. Den Kaugummiautomat, den Stecker, da haben wir es reingemacht, die beiden Hebel. Und was haben wir hier? Verdächtige Lämpchen. Okay. Verdächtige Lämpchen. Was kann man mit Lampen anfangen, außer vielleicht mit Stein abzuwerfen? Keine der Birnen wurde kaputt geworfen. Das kann kein Zufall sein. Was? Achso, möchtest du also nicht irgendwie was dran ändern, Rufus, dass du vielleicht selber kaputt wirfst? Anscheinend nicht. Okay. Warte mal. Leuchtet Phosphor nicht irgendwie, wenn man es an Licht hält? Hey, okay. Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Das, okay, das leuchtet wirklich. Das war jetzt interessant. Das war so ein kleiner random Gedanke. Aber warum nicht? Dann würde ich sagen, erhellen wir einfach mal da unten in der Nische. Ach, Rufus kann sich teleportieren. Das ist toll. Nein, du sollst es nicht zumachen. Du sollst, das da reinstecken, ne? So, und schauen wir mal. Oh, und da war das Licht. Schauen wir uns das am besten das einfach mal an. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Zwar vielleicht als schlecht angezogene und was auch immer Rufus, aber okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die Zugabe dann wieder mit und widmen uns den ganzen anderen Mosaik, die so in der Gegend rumschwirren. Gehen wir dahinter, Rufus. Die dunkle Nische, die dunkle Ecke, was auch immer da vorbeischwirrt, ich weiß es nicht so. Machen wir hier am besten einfach mal Licht. Oh, das ist hell. Betrachten wir das am besten einfach mal. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Ganz genau, bestimmt sind es Bratwürstchen und nicht irgendwie Anzeichen von Feuer oder sowas. Okay, dann kennen wir die Geschichte auch.
Achso, ich wollte die Klappe zumachen. Ich wollte die Zuckerwatte mitnehmen, Rufus. Die Zuckerwatte einmal, bitteschön. Dankeschön. Und dann machen wir, würde ich sagen, hier drüben einmal Licht. Machen wir jetzt mal hier Licht an und schauen, was denn hier so auf uns wartet. Okay. Ach, die Schrift geht mir nur nicht. Ich würde sagen, speichern wir am besten nochmal. Hat es geholfen? Wenn wir jetzt einfach nochmal speichern. Speichern. Schreiben. Ins Hauptmenü gehen und dann weiterspielen. Geht das dann irgendwie? Ich meine, könnte ja sein oder so. Ah, das funktioniert. Okay. Also, den Fahrstuhl in Betrieb nehmen. Das ist quasi unser Primärziel. Den Fahrstuhlcode finden, den Weg zur Plattform finden. Ist alles aktuell noch nicht ganz unser Werk. Wir beschäftigen uns noch mit den Mosaiken hier. Und hier haben wir ja... Ach, Rufus. Da sollst du gar nicht hingehen. Schauen wir uns mal das Loch hier an. Da fehlt ein Stück Scheibe. Da haben wir doch aber irgendwas dagegen, oder? Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Ah, und das ist gut zu wissen. Fingerspitzengefühl gefragt. Das heißt... Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Was? Lese uns am besten erstmal die Anleitung durch. Bei diesem Mosaik hat irgendwer bereits die gröbste Arbeit erledigt. Die Scheibe ist in Einzelteile zerlegt, nun bleibt nur noch das vergleichsweise simple Zusammenbauen. Ein Arbeitsschritt, Rufus normalerweise an weniger kompetente Langweiler delegiert. Also zum Beispiel mich, ich bin weniger kompetent, das ist ganz praktisch. Als Puzzlemeister weiß Rufus natürlich, dass nur bestimmte Mosaikteile aneinander passen. Was er noch nicht weiß, aber hier erfährt, ist, dass er sie mit der rechten Maustaste drehen kann. Also, ich würde sagen, wir können dann wahrscheinlich einfach eins schnappen und wir können die dann... Ah, wir können die drehen. Okay. Wo passt denn dieser nette Kollege rein? In keine Ecke. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Ecken an. Das wäre, denke ich, die ganze Bracke, die ich vielleicht... Ja, die da rein. Nein, nicht vielleicht. Du da. Okay. Nee, ist okay. Dann vielleicht der Orange da rein. Nee, der passt auch nicht in die Ecke. Es wird irgendein Spiel, das ewig lang dauern wird. Das merke ich schon. Wahrscheinlich muss dann... Ah, okay. Hierin kann man es erkennen. Ich fange an zu verstehen. Wunderbar. Das heißt, wir müssen hier ungefähr so das Symbol... Okay, das macht... Da macht der Mosaik auch wesentlich mehr Sinn, muss ich sagen. Also. Da drüben brauchen wir eins. Mit einem Strich. So vielleicht. Das passt ganz gut. Dann brauchen wir noch eins mit einem Strich, das da irgendwie andersweitig reinpasst. So. Dann haben wir da oben ein Symbol. So vielleicht. Nein. Roter Stein vielleicht. Der passt da auch nicht rinne. Okay, es brauchen noch eins, wo ist noch ein Streifen drauf, den wir da quasi nach hier unten bringen können. Wo haben wir noch eine Linie? Linie. Mit langem Ö. Der hier vielleicht, der gute Kollege. Der passt da rein, das ist toll. Dann können wir den da vielleicht irgendwie... Nee, können wir nicht. Okay. Ich überlege einfach mal und probiere währenddessen ein kleines bisschen was aus. Hier müssen wir das Dreieck zusammensetzen. Dann haben wir vielleicht irgendwo was, was nach Dreieck aussieht. Du, Kollege, da. Du siehst ein bisschen nach Dreieck aus. Oder auch nicht. Schade. Und die Musik ist unglaublich motivierend. Das ist eine Pracht. Dum, 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 dum. Das passt auch nicht rein. Das ist schade. Der Kollege hier komplettiert das Dreieck auch nicht unbedingt. Okay, welcher passt denn da sonst noch rein? Ich habe da gerade nicht wirklich Ahnung. Das ist wahrscheinlich unser gelber Stein mit dem Kaugummi. Wir sollten das etwas systematischer angehen, habe ich so das Gefühl. Sonst wird das nichts mehr. Also, ich würde sagen, wir probieren einfach mal die Steine durch, wo sie hinpassen könnten. Ich hätte eh wieder alle Sachen übersehen und für dieses Teil irgendwie 10 Folgen brauchen. Das kann ich mir schon denken. Josh rätselt in der Gegend rum. Und hat eigentlich keinen Plan von nichts.
Das ändert aber an der Tatsache nichts. Ach schön. Ratlosigkeit. Auch wenn es nicht um Räder geht, ist es ja schon trotzdem ratlos. Das ist eine klare Kompetenz von mir. Welches würden da ungefähr anschließen? Das ist ein bisschen mit logischem Denken herangehen. Was schließt ungefähr so da an? Oder wo haben wir so einen Teil da drin, was irgendwie dieses Dreieck da komplettieren würde? Irgendwas mit einer dünnen Linie. Das hier ist es ja nicht. Die Linie müsste noch etwas dünner sein. Das ist es ja auch nicht. Dann vielleicht... Nö, das passt auch nicht wirklich. Uiuiui, aber ich sehe irgendwie keins, was davon irgendwie halbwegs passen könnte. Das ist ein bisschen schade. Der hier vielleicht... Nee, der Kollege auch nicht. Ihr werdet schon wieder denken, ach komm, das braucht wieder viel zu ewig. Ich schalte ab, dann könnt ihr das gerne tun. Und wir fangen einfach mal an zu schauen, was denn hier ungefähr reinpassen könnte. Da kommen wir vor allem auch nur Steine mit einer langen Spitze in die engere Auswahl. Das heißt, das Feld ist schon mal nicht allzu groß. Die haben alle eine Spitze dran. Aber vor allem auch die, die ungefähr in diesen Winkel da reinkommen. Das ist auch nicht jeder. Gelbe vielleicht, da passt er auch nicht rein. Der orangene vielleicht. Oh, es hat geklappt, es hat geklappt. Wo haben wir denn noch irgendeine Spitze, die wir irgendwo reinquetschen können? Da unten hat es irgendwie die Form. Das macht keinen Sinn. Dann haben wir vielleicht den da. Der macht, finde ich, eher Sinn. Okay, macht er nicht. Der Spiel sagt nein, dann werde ich das natürlich tolerieren. Der passt aber. Wunderbar. Was haben wir noch alles hier? Wo haben wir noch eine Ecke? Was können wir noch alles in die Ecke drängen? Da oben vielleicht irgendwie sowas. Okay. Hat gepasst. Ich bin zufrieden mit uns. Das können wir so weiterführen. So, was kommt jetzt da oben rein, ist die Frage. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, 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 dum. Da oben kann irgendwas rein. Die Frage ist natürlich, was? Da kann vielleicht auch nochmal so eins in der Form rein. Zumindest mal von der Geometrie her könnte das halbwegs passen. Okay, aber von der Form her nicht unbedingt. Vielleicht irgendwie sowas da. Das sieht auch ganz gut aus, oder? Wunderbar. Dann kommt hier vielleicht nochmal ein bisschen was Schmaleres rein. Dum, dum. Sieht gut aus. So, wir kommen weiter. Wir haben einen Fortschritt. Wir worken im Progress. Das ist ganz praktisch. Dum, dum. Interessanteste Folge der Welt bestimmt. Kann ich mir schon vorstellen. Soweit wir mit der Story weiterkommen, das ist natürlich unglaublich, was ich hier an weiteren persönlichen Details von Rufus erfahren. Das ist schon fast eine Unverschämtheit. So, das muss einem wieder dran passen, oder? So, vielleicht mit dem fetten Ende da dran. Wo haben wir denn noch was mit dem fetten Ende? Das hier vielleicht. Das passt aber auch nicht wirklich hin. Hat es vielleicht diese Linie oder sowas? Nee, das ist es auch nicht. Hört die Linie vielleicht auf? So vielleicht? Nein. Aber der Bereich stimmt, sonst wird es, glaube ich, wegfliegen, oder? Dann halt nicht. Mit logischem Deck kommt man halt nicht wirklich weiter. Dann probieren wir einfach stur aus. Das kommt auch nicht da rein, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ja, die Frage ist, was kommt denn da unten rein? Das wird mir nicht ganz klar. Jetzt können wir mal schon, dass wir da versuchen, weiterzukommen. Sieht irgendwie auch nicht danach aus. Es ist ein bisschen suspekt. Dum, dum. Was könnte in die Ecke? Sowas passt schon mal nicht in die Ecke rein. Das ist toll. So vielleicht? Nee. Der Teil sagt nein. Oben kommt sowas auch nicht rein, gell? Wobei, nee, sieht nicht danach aus. So eins vielleicht. Dum, dum, dum. Könnte, aber ist nicht. Ich bin echt zu inkompetent für sowas. Das ist etwas ungünstig. Der Grund, warum ich nie irgendwas in Richtung Wimmelbildspiele spielen werde. Einfach, weil ich da grandios versage und einfach nur auf dem Bildschirm starre und keinen Plan von nichts habe. Das ist, Der hier vielleicht. Es hat geklappt, es hat geklappt. Oh, Mikrofon funktioniert aber noch. Das Mikrofon hat zurzeit einen kleinen Wackelkontakt. Das ist etwas ungünstig.
kann man halt nichts machen, außer nicht dagegen zu kommen. Das ist das Einzige so vielleicht. Nee, dann wäre hier frei. Muss man schauen, dass man irgendwie die ganzen Ecken da voll bekommt. Vor allem, was passt denn da unten rein? Das erschließt sich mir wenig bis gar nicht. So vielleicht? Nee. Was haben wir hier noch? Den roten Stein. Der passt aber auch nicht wirklich. Oder. So vielleicht. Sieht gut aus. Okay. Dann wächst das Dreieck langsam, aber sicher. Oder etwas unsicher, man weiß es nicht. Das ist natürlich die Frage an der ganzen Sache. Also das sieht auch gut aus. Wunderbar. Dann... Nee, ist ja zu viel des Glücks. Das hier vielleicht da rein? Nö. Das heißt, am Ende kam jetzt etwas Try and Error machen. Hör ja schon, machst du die ganze Zeit Try and Error. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ich bin halt inkompetent. Was kann denn da noch rein, dass es Sinn macht? Jetzt kann man eigentlich relativ systematisch folgen. Wir probieren einfach mal die Steine aus, die dort reinpassen könnten. Der hier vielleicht nach da? Nö. Kollege, bleib mal da. So vielleicht. Auch nicht. Was schließt denn hier halbwegs an? Der hier nicht, dann der hier. Nein. Zumindest nicht aktuell. Wo haben wir denn so eine abfallende Linie? Wo könnten die reinpassen? Hier anscheinend nicht. Die Musik ist schon zum 10. Mal aus, einfach weil ich viel zu lange brauche. Das tut mir natürlich leid. Wir könnten mal schauen, dass wir da irgendeinen reinbekommen. Ich gehe mal davon aus, dass hier einer von diesen gelben Steinen reinkommt. Einfach, weil die von der Form her relativ gut da reinpassen oder auch nicht. Naja, schade. Dann wird es heute nichts mehr mit dem logischen Denken. Das ist schade, das wäre eigentlich auch die Folge zu Ende, aber... Zumindest war das Puzzle, sollte ich vielleicht auch fertig kriegen, damit ich euch nicht allzu lange mit langweile. So vielleicht. Oh, es hat gepasst. Dann, was bekommen wir in die Ecke noch rein? Da kommen wir, das kriegen wir so schnell hin. Das hier anscheinend nicht. Es passt wahrscheinlich in Richtung da oben oder auch... Könnte das noch reinpassen? Das ist echt sperrig, wie noch was. Was passt denn da unten rein? Der Kollege? Nö. Auch von der Form her, das heißt, dann könnte der hier da rein. Nö. Ebenfalls nicht. Okay, also das ist interessant. Probier einfach mal alles durch. Der da nicht. Der natürlich auch nicht, weil er von der Form her einfach nicht passt. Aber was passt denn da unten rein? Oder lassen sie sich auch verankern, wenn die nicht richtig sind? Das wäre natürlich etwas ungünstig, weil sonst hätte ich natürlich die ganze Zeit gefailt. Der Kollege passt doch... Ne, der passt da nicht rein. Das ist schade. Dann vielleicht er hier. Ach, der hat doch gepasst, oder? Nein. Oder? Nö. Schade. So, hier der aber. So, da haben wir das hier. Dann kommen da noch... Okay. So vielleicht? Auch nicht. Hey, das ist aber viel zu wenige. Also ich bin der Meinung, da fehlt einer. Irgendwie ergibt sich daraus gerade kein sinnvolles Muster. Das ist ein bisschen ungünstig. Der blaue passt da nirgendwo rein, oder? Der ist einfach zu fett. Ich verstehe es gerade nicht ganz... Was sagt denn nochmal die Hilfe als bla, wie man es dreht? Aber im Endeffekt sieht es doch eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Das heißt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es komplett falsch... Okay, gut, ich bin einfach nur inkompetent. Aber Rufus hat auch schon gemeint, er wäre der Kompetenteste von allen und deswegen passe ich natürlich nicht in diese Liste, das ist ganz klar. Warum passt das denn nicht? Ja, das frage ich mich auch. Du musst wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Würde ich nicht sagen, oder? Ich verstehe jetzt nicht, was hier das Problem ist. Was ist jetzt mit dem Fahrstuhl? Damit.
Das ist tragisch. Mit diesem tragischen Ende würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, damit ich jetzt nochmal eine Folge aufgenommen bekomme. Ansonsten wird es zu kurz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.